Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute backen wir gemeinsam einen weiteren Klassiker, eine Quiche Lorraine. Viel Spaß! Wir fangen an und schneiden den Lauch. Wenn dieser sehr fein geschnitten wird, sieht er in der Quiche um einiges besser aus. Der Lauch wird erst nach dem Schneiden gewaschen, da dieser so um einiges sauberer wird. Zuerst braten wir die Speckwürfel an und geben anschließend den Lauch dazu, damit dieser mitbraten kann. Wenn der Lauch gar ist, die Pfanne zur Seite stellen und das Ganze abkühlen lassen. Für den Quiche-Teig mischen wir Mehl mit eiskalter Butter, einem Ei und etwas Salz. So lange kneten, bis ein geschmeidiger Teig entsteht und diesen in Frischhaltefolie gewickelt im Kühlschrank stehen lassen. In die kalte Specklauchpfanne geben wir 4 Eier und 250 ml Sahne und würzen das Ganze mit etwas Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Nehmt den Quiche-Teig aus dem Kühlschrank und rollt diesen, dass er groß genug ist, damit er in den Omnia passt. Kleidet den Omnia mit dem Teig aus und schneidet überschüssigen Teig ab. Nehmt diesen, damit ihr ihn ausbessern könnt, wenn er irgendwo gerissen ist. Thank you.
Jetzt kommt die Füllung in den Omnia und backt die Quiche für 5 Minuten bei vollem Gas und anschließend für eine Stunde bei kleinem Gas. Quiche sollte noch warm gegessen werden, dann schmeckt sie am besten, doch Vorsicht beim Rausnehmen, sie könnte kaputt gehen. Ich danke euch fürs Zuschauen, wir sehen uns nächste Woche wieder, euer Chris von Camper Kulinarik.